Tempo 30. Welcome back. Today I walk with you through München or Munich. München was my first stop in Germany. I published a few other videos first because they were easier and faster to edit. I am Odin alone today, as Nan was denied a visa. If you want to know the visa saga, just let me know in the comments. Then Nan and I will tell you this story. We start in the English Garden and the famous Eisbach Wave. I found to be a very impressive place, which is very popular for enthusiasts as well as spectators. Just keep in mind that this is near the city center of the capital and most populous city of the Free State of Bavaria, Germany. Munich has a population close to 1.6 million inhabitants as of May 2024. The city was first mentioned in 1158, and history left its marks. I see Munich as a modern lifestyle city with lots of tourism, great infrastructure, huge green spaces, and the highest number of beer gardens I have ever seen. Just walk with me and start counting. Trust me, there are lots more. In parts of the English Garden are those free-roaming ducks. They don't fear people at all. In contrast, the flowers need to be fenced in. Unfortunately for you, I refrained from filming the beauties in their tiny bikinis, enjoying the sunshine along the river. And here's the first beer garden, just opening. Start counting. Okay. Man sieht auf jeden Fall, wo wir hin wollen. Okay. Zu den Gelben. Also ich soll jetzt dein enttäuschtes Gesicht festhalten. Ist er wirklich so gut, wie du dachtest? Der ist gut. Ich meinte, dass du das hast.
If you like this video, let me know by leaving a like and a comment. If you want to see more, just subscribe and activate all notifications. To subscribe is free, but you will be able to find us again easy in this huge YouTube jungle. As I did not want to make two Munich videos, this video is a bit longer. I also had to leave out quite a few tourist attractions. But then, you also need to have to discover something when you do your Munich tour. Take this video as a teaser to make you interested. Ja. Das ist halt das Leben. Was ist denn jetzt hier drin? Das sieht man keinen Kram mehr. Muss ich. But keep in mind, this is Germany, and therefore you should time your trip well. With bad weather, Munich is much less attractive. But as you can see, I was very lucky with the weather. Okay, dann halten wir mal Ausschau. Ein Eis bin ich hier. Jetzt wird es nicht. Ich wieder wieder auch grün. Это происходит вечно. Завтра, не завтра, шоколадом, да, за спорить. Wenn wir bis zu 11 Uhr mit uns angefangen bis dann kommt schon eine Familie erhöhen und so ein paar Kekse kaufen und schon hören. Aber vielleicht finden wir was Interessanteres. Zum Beispiel diese Perle hier. Ich hatte ein Typo gesehen, aber ich glaube vielleicht das man in Asien gerne. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass etwas ist, was wir nicht finden. Ja, aber es ist der gleiche Name. Was wir denken, wird ihnen gefallen. Würdest du jetzt was hier holen, was dir auch eins zu eins so in Thailand wenn es made in China ist, dann ist Thailand doch billiger. Ich wollte mir so eine Tasche gekauft, das ist für ihren Witz. Und da zahlst du hier erst 10-fach. Die Fassade ist schön, aber natürlich aus mit der Renovierung. Und das war auch immer ein Laden, der so vollgestellt war. Das aussah wie so ein türkischer Bazar. Mit allen möglichen Kunstkrams, unfassbar vielen Spiegeln, Gartensachen.
da. Und es ist einfach richtig faszinierend, da durchzulaufen, weil es ja eine andere Welt war, was die Welt in Ordnung, in der Unordnung, keine Ahnung, wie man das nennen soll, ist halt nicht der typische Laden, den man halt hier sonst sieht. Es war irgendwie so ein Abenteuer, diesen Laden zu entdecken und dann da durchzulaufen, wenn man halt nicht weiß, was da auf einen zukommt. Und ich war auch seitdem nie wieder da drin, weil es ist nichts, wo du wirklich reingehst und was, zumindest ich, dann was kaufen würde, weil ich wüsste gar nicht, was ich da suchen würde, weil du findest auch nichts. Du gehst halt rein, wenn dich was überrascht, dann kannst du es kaufen, aber ich glaube nicht, dass du da reingehen kannst mit Intention, willst du das haben, weil der ist so voll, du wirst es einfach nicht finden oder die Person wird es nicht finden. Spezielles Schutz. Genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Souvenir findest, dürfen würdest du genau. Das machen, wenn du da was reinfindest. Also ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Ob es Sinn macht, genau. Und ob wir da wirklich ein Souvenir finden würden, aber es ist ein Laden, der lustig ist, was ich kenne. Wir können es mal probieren. Thank you.
Die war gut. Kennst du den? Da habe ich doch mal einen. Reingucken, mal machen. Ja, aber dann also ich finde schon sehr beeindruckend, aber ich weiß nicht, wie gut es auf Film rauskommt. Das ist also nicht alles, ist nur in dem Gebäude. Also das geht jetzt noch ewig weit. Und ja, aber der Hof ist ja hier. Ach so, ja, stimmt.
Augustiner am Dom ist voll und nebendran ist gar nicht offen. Wegen Reichtum geschlossen. Das ist eher das, was ich hier viele auch Cafés rausnehmen können. According to legend, in 1468, architect Jörg von Halspach went looking for money to build a new cathedral in Munich and ended up making a bargain with the devil. The devil would provide the funds for the huge building on the condition that it be a celebration of darkness with no windows to let in light. When the building was complete, von Halspach led the devil inside to survey his work and to show him that he had held up his end of the bargain. Although there was light, there seemed to be no windows, and the devil was satisfied. But then when he took another step further, the columns that had been blocking the view of the windows opened up, and in his fury at being tricked, he stamped his foot, forever marking the floor with his black footprint. The large black footprint is still there, and indeed proudly shown off by the staff of the Frauenkirche as well as eager tour guides. Unfortunately, there are a few problems with the mythological origins. The first problem is immediately obvious. There is an enormous window at the end of the church, which is not blocked by columns. It was hidden behind a huge altar between 1620 to 1858, so it's possible that the story cropped up during that time period. The second problem is with the mark itself. The large footprint is inset into a tile which does not match the surrounding floor. The church has been restored several times over the centuries. A huge restoration effort followed the collapse of the roof in World War II, with some work ending just recently in 1994. According to author Joe Nickel, the warden of the church admitted that the footstep now visible is a reconstruction, but it is unclear what exactly it is a reconstruction of, or when it first appeared. I saw this footprint in the early 1960s. I remember that this footprint looked like an animal hoof and not like a human foot or even a modern shoe. I confirmed this memory with my elder sister, who also remembered a hoof. But then, it doesn't matter. It is just a legend.
Ja, also die Kamera ist bei dem Licht wesentlich besser wie im Dunkeln. Ja. Ja. Mit viel Licht kommt sie ganz gut klar, weil die Kamera immer irgendwo ins Licht die Sonne gestellt ist, weil sie halt 360 Grad macht. Das haben wir irgendwie im Griff. Wenn du aus dem Dunkeln ins Helle gehst, ist der Himmel weggebrannt. Ist total weiß. Ist nicht mehr blau. Also so eine Aufnahme, da gehst du durch das Tor durch, hinten drin ist alles weiß. Und dann kommst du durch und wird ein Himmel da. Bitte besser den Wort für den Traum. Ja. Ich werde dir diese Aufnahme einspielen. Ich habe schon mal gedacht, ich mache vielleicht mal eine Aufnahme über ein Video über die Kamera. Weil das jetzt sagt dir keiner. Sagen alle Tralala, eine super Kamera kann alles. Die Action-Kamera überhaupt. Und die kann ja auch viel, was andere nicht können. Aber die kann auch ein paar Sachen eben nicht oder überhaupt nicht.
Taylor Swift played two concerts in Munich during the time I was there. Her show was in the Olympia Stadium. Right next to it is the Olympic Mountain. My daughter lives a 30-minute walk from there, yet we could clearly hear the concert. Therefore, we walked to the Olympia Stadium. 40,000 fans had the same idea. This is why we did not stay long. If you have not seen our previous video, you will find it here. Don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you for watching, and not forget to click like and to subscribe. I hope to see you in the next video.